Wortmarke oder Wortbildmarke? Was melde ich an? Ich bin Rolf Klesen und in diesem Video erkläre ich genau, ob man besser eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke anmeldet, also eine grafisch ausgestaltete Marke. Oft stellen sich Mandanten, die zum ersten Mal eine Marke anmelden, die Frage, ob sie besser eine Wortmarke oder eine Wortbildmarke anmelden. Schließlich haben die Mandanten viel Geld für einen Designer ausgegeben, um ein schickes Logo zu designen. Und meine Empfehlung lautet klar, eine Wortmarke. Man stelle sich vor, man will ein Tanzstudio unter dem Namen Marimba betreiben und hat einen Designer beauftragt, das ganze CI auszuarbeiten und ein schickes Logo auszuarbeiten. Dann ist meine Empfehlung trotzdem, eine Wortmarke anzumelden, weil die Wortmarke das Wort abstrakt schützt. Das Wort Marimba ist dann also losgelöst von allen grafischen Gestaltungen, einfach abstrakt als Wort geschützt. Solange ein Wettbewerber also das Wort Marimba für Tanzstudios einsetzt, fällt er immer unter ihre Wortmarke. Wenn sie nun das Logo angemeldet hätten und der Wettbewerber das Logo halt irgendwie ein bisschen anders gestaltet, dann fällt er eben nicht mehr identisch unter ihre Marke und dann ist das wieder Auslegungssache vom Gericht, ob das eben eine Markenverletzung darstellt oder nicht. Es gibt aber noch einen zweiten wichtigen Grund, warum eine Wortmarke Vorteile gegenüber der Wortbildmarke hat. Und zwar die Benutzungsschonfrist. Nehmen wir an, in 5 Jahren oder in 6 Jahren oder 7 Jahren kommen Sie auf die Idee, das Logo für Ihr Tanzstudio Marimba irgendwie anders zu gestalten. Dann müssten Sie, wenn Sie eine Wortbildmarke angemeldet haben, die Marke erneut anmelden, weil eine Marke von Wettbewerbern gelöscht werden kann, wenn sie in einem geschlossenen Zeitraum von 5 Jahren nicht wie eingetragen benutzt wird. Und da Sie eben das Logo geändert haben, die Benutzung also verändert haben, müsste dann spätestens 5 Jahre nach der Veränderung das Logo neu angemeldet werden. Wenn Sie nun die Wortmarke geschützt haben, und das Wort kommt natürlich in dem neuen Logo auch vor, dann brauchen Sie die Marke nicht neu anzumelden, weil Sie das Wort ja abstrakt geschützt haben, losgelöst von der grafischen Ausgestaltung. Und deswegen brauchen Sie dann die Marke nicht erneut anmelden, wenn Sie das Logo verändern. Nur so können Sie eigentlich starke, alte Marken generieren. Es gibt eine Ausnahme, bei der die Anmeldung einer Wortbildmarke vielleicht vorteilhaft gegenüber der Wortmarke ist. Und zwar immer dann, wenn das Wort, was Sie anmelden wollen, beschreibend für die Waren oder Dienstleistung ist, für die Sie die Marke halt geschützt haben wollen. Denn das Amt trägt die Marke immer nur dann ein, wenn die Marke, also das Zeichen für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen, nicht beschreibend ist. Nehmen wir also an, Sie wollen eine Marke Websites günstiger für Dienstleistungen einer Webdesign-Agentur anmelden, dann könnte das Amt eben diese Marke als beschreibend beanstanden und nicht eintragen. Und damit Sie die dann eingetragen bekommen, melden Sie halt gleich eine Wortbildmarke, also eine grafisch ausgestaltete Wortmarke, also eine grafisch ausgestaltete eben Wortbildmarke an, also das Wort grafisch ausgestaltet eben als Logo. Je nachdem, wie fantasievoll die grafische Ausgestaltung ist, also möglichst fantasievoll, kann der Prüfer dann die Marke nicht mehr als rein beschreibend beanstanden und muss die Marke dann eintragen. Bei der Anmeldung einer Marke gibt es also die Faustregel, einen möglichst fantasievollen Namen zu wählen, damit Sie eben einen möglichst breiten Schutzbereich eben durch die Wortmarke erzielen können und eben lange eine eingetragene alte Wortmarke haben, sodass Sie später in vielen, vielen Jahren eben eine starke alte eingetragene Marke haben. Wie meldet man Wortmarken denn nun am besten an? Ich melde Wortmarken immer in Großbuchstaben an, also alles in Großbuchstaben. Aus dem einfachen Grund, weil dann nach der Rechtsprechung sämtliche Normalschreibweisen von dieser Schreibweise erfasst sind. Also wenn jemand anders die Marke in Kleinbuchstaben verwendet oder jemand anders die Marke in erster Buchstabe groß, Rest klein verwendet, fällt er immer identisch unter ihre Marke. Das gilt auch in Deutschland zumindest für die anderen Schreibweisen, aber eben nicht in allen Ländern. Zum Beispiel in den USA gilt die Marke, wenn sie in Großbuchstaben eingetragen ist, auch als identisch benutzt, wenn der fremde Benutzer der Marke die Marke eben in Kleinbuchstaben oder in erster Buchstabe groß, Rest klein benutzt. Deswegen melde ich reflexartig die Marke, eine Wortmarke, immer in Großbuchstaben an. Es gibt eine Ausnahme.
Wenn die Marke ungewöhnlich geschrieben wird, also wenn in der Mitte zum Beispiel ein Buchstabe groß geschrieben wird und am Anfang klein, oder weil sich jeder zweite Buchstabe groß und der Rest klein oder irgendwie ungewöhnlich geschrieben wird, dann sollte man die Marke genauso anmelden, wie sie benutzt wird. Wenn ich nun unbedingt eine Wortbildmarke anmelden muss und einen möglichst großen Schutzbereich erzielen will, dann sollte man, wenn das geht, die Marke in Schwarz-Weiß oder besser ohne Farbe anmelden. Also man generiert eine Schwarz-Weiß-Abbildung und in der Markenanmeldung trägt man dann ohne Farbe ein. Das hat zur Folge, dass dann eben alle Wettbewerber, die dieses Logo, egal in welcher Farbe sie es benutzen, immer unter diese Marke fallen. Also wenn sie irgendwie, nehmen wir an, irgendwie den Nike Swoosh, nehmen wir an, den gäbe es noch nicht. Wenn Sie den in Schwarz-Weiß anmelden und dann eben ohne Farbe im Anmeldeformular angeben, dann würde jemand unter diese Marke fallen, wenn er die in Rot, Grün, Blau, egal in welcher Farbe benutzt. Dann würde er immer unter diese Marke fallen. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video erklären, wann man besser eine Wortmarke und wann man besser eine Wortbildmarke anmeldet. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Gerne beantworte ich Fragen zu diesem Video und Kommentare unter diesem Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen hoch. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.